Herzlich willkommen zu einem neuen Waffenreview. Diesmal geht es um das Katana Gold. Und zwar, ja, das Katana Gold gab es leider, also gibt es leider nur temporär. Und also für 7 Tage hat man das bekommen. Man musste sich eben halt einloggen zu einem bestimmten Tag. Und irgendwie war das auch ganz komisch. Ich dachte so auf einmal, warum laufen die alle mit einem Katana rum und mit der MK18 Modo, nenne ich sie, nicht Mod 0, mit der Modo. Warum die damit alle rumlaufen, und ich dachte so, hä, wo habt ihr die? Aber dabei war die ganze Zeit in meinem Storage. Man musste sich nämlich einfach Tage davor einloggen, und dann hat man die eben halt bekommen. Genauso wie mit der MK18 Modo. Auf jeden Fall, was ich zu der Katana Gold sagen kann, ist, ich dachte zuerst wirklich, scheiße, woher haben die die? Ist die permanent? Und so, und ich dachte, eigentlich hat die auch nur God's Gunman, also sein Clan, irgendwie sowas war das. Aber die haben die auch nur, und zwar permanent. Und wir haben sie einfach nur temporär bekommen. Wahrscheinlich hat sie jetzt kaum noch einer, und wenn, dann nur noch für die nächsten paar Tage. Naja, es ist jetzt gut eine Woche vorüber, und ich habe sie jetzt auch nur noch für ein paar Stunden. Aber was soll's? Okay, kommen wir zum Punkt Power. Vom Punkt Power her, ganz einfach, also mit Rechtsklick macht sie überall 100 Damage. Also damit ist er tot. Auf jeden Fall, egal ob er in der Luft ist oder so, ihr auf die Beine ihn eben halt anfrackt, egal. Mit den Slash sieht es schon wieder ganz anders aus. Man denkt so, das Katana hat übelst die Power und so, schlägt voll geil aus. Aber nein, also auf den Kopf slasht sie 81 pro Slash, auf den Körper, also auf den Oberkörper 48, auf den Unterkörper und die Füße 32. Also es ist ein bisschen bitter mit der Katana zu spielen, wenn man slasht. Aber naja, die Long Range ist auf jeden Fall hart, Mann. Ich meine, damit natzt man übelst hart einen um. Ich meine, das ist schon echt krank. Egal. Ja, mit Rechtsklick könnt ihr eben halt diesen Rechtsklick, diesen stärkeren Angriff durchziehen, vollziehen. Und mit Linksklick slasht ihr eben halt diesen Slash. Also wenn ihr den in dritte Person sieht und er in den Slash, das ist dann hart. Ich meine, der geht einmal um den ganzen Körper, also das ist wirklich schon breit wie weit der Schlitz und so. Und man macht sehr, sehr oft Double Kill, muss ich sagen, also mit Rechtsklick. Und ich spiele auch eigentlich nur mit Rechtsklick, weil das ist viel besser. Außerdem hat die Klinge so einen goldenen, glänzenden Design, wenn man sich so bewegt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall kann man mit Rechtsklick auch noch den Angriff halten. Also man kann ihn wirklich so in die Scheide stecken. Also nicht wirklich, dass es da eine Scheide gibt. Aber dennoch, man kann es einfach reinstecken in die Scheide. Und ja, dann kann man eben halt so lange warten, also Rechtsklick gedrückt halten, Rechtsklick gedrückt halten, bis man eben halt will, und dann bam, ihn umnatzt. Man macht sehr oft Headshot, also das ist mir aufgefallen. Und das finde ich auch richtig gut, weil mehr Headshots, ne? Vom Gewicht her, sie wiegt schon fast wie eine M4. Ich muss schon sagen, das ist wirklich das schwerste Knife, das es bisher gibt. Naja, das Katana Gold allgemein. Sieht aber schnieke aus. Ich meine, egal ob es viel wiegt, da ist selbst die Pistole leichter. Ja, muss man ja schon sagen. Aber das Katana Gold sieht einfach nur geil aus. Oder ihr spielt die ganze Zeit Ghost Mode. Da ist die eben halt, also da seid ihr recht zügig unterwegs, als ob ihr ein normales Knife in der Fresse habt, in der Hand habt. Entschuldigung. Ja, und das war's auch schon zum Review. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich. Ah, nee, die Waffe war ja selbst auf meinem Account. Bis dann, Dankeschön fürs Zuschauen, und ja, kauft euch die normale Version, wenn ihr die Gold-Version nicht habt, denn es macht Bock, mal mit der zu spielen. Wenn ihr noch nicht mit der gezockt habt, also für die, die noch nicht mit der Katana gezockt haben, sollten einfach mal das austesten, auch wenn es am Anfang ein bisschen heikel ist. Aber ich denke mal, es wird ganz gut sein, mit der zu zocken. Auf jeden Fall, wenn ihr Waffen habt, dann gebt mir einfach mal Bescheid, zum Beispiel irgendwie diesen Baseballschläger oder sonst was, P22 Camo, wie auch immer. Sagt einfach mal Bescheid, schreibt mir in die Kommentare, schreibt mir PN oder so. Und wir sehen uns, haut rein, bis zum nächsten Video. Dankeschön fürs Zuschauen, schaut bei meinen Partnerkanälen vorbei, abonnieren, favorisieren, liken, bla bla bla. It's tea time, bitch!